Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Arena Battle 2 und damit auch zum nächsten Run. Nach dem Champ-Kampf, den wir ja zuletzt hatten, zwischen Feenlord, Unfähiges war es, und Rudel, die aufeinander getroffen sind, ein, ja, vielleicht nicht ganz so sehenswerter Kampf, da hattet ihr in den Kommentaren recht, da hatte ich auch recht. Dazu wollte ich nur nochmal kurz sagen, dass Krudel jetzt nicht das überaus defensivste Team aller Zeiten hat. Nicht wirklich. Er hat eigentlich drei defensive Kandidaten mit Mega Bisaflor, Simsal, Lamus und Chanera, die natürlich eine super gute Arbeit leisten. Und deswegen, wenn man da selbst mit einem defensiven Team gegen antritt, wie Unfähiges es getan hat, dann, ja, muss die Defensive halt irgendwie stabiler sein. Und gefühlt war die Defensive ein bisschen brüchiger als die von Rudel und gleichzeitig war die Offensive nicht so kräftig wie die von Rudel. Und deswegen war das wahrscheinlich ein eher unspannender Kampf. Mal schauen, wie es Stefan jetzt hier ergehen wird, denn er muss sich natürlich erstmal bis zum Champ durchschlagen und zuletzt in seinem ersten Run hat das nicht ganz so gut geklappt. Da ist er, glaube ich, sofort rausgeflogen und ich glaube, das könnte gegen unser Kaporiki-Team damals gewesen sein. Das werde ich auf jeden Fall dieses Mal nicht mehr mit dabei haben. Ja, zunächst muss er aber ohnehin an René vorbeikommen. Ja, und da wird er so seine Problemchen, glaube ich, auch mitbekommen können. Denn gerade Volcanion kann, glaube ich, ganz gut Druck machen. Zumindest gegen Nidoking und Fuego, die hier mit dabei sind. Ansonsten noch ebenfalls ein Chanera. Oje, oje, oje. Bitte, bitte, Stefan, komm nicht zum Champ. Meistergriff, Trikefalo und ein Schlappohr. Also insgesamt sieht das für mich schon nach sehr viel Power aus. Die Defensive könnte ein bisschen anfällig sein, aber wenn Fuego physisch defensiv ist, sollte das eigentlich, also beispielsweise mit Bedroher und Offensivfeste oder so, sollte das ziemlich gut tanken können, alles was René da entgegenfeuern kann, außer eben von Volcanion. Und demzufolge kann das durchaus was werden. Ich finde das Team ganz cool, was Stefan hier mitbringt. Das sieht auf jeden Fall etwas offensiver aus, wenn man jetzt mal vom kleinen Sunny-Klon absieht. Ja, und René tritt an mit Sonnenfell, Volcanion, Tonuptu, Phonifras, Kurtel und seinem Magma. Okay, also auch hier mal ein bisschen neuer Wind mit dabei. Keine Ahnung, ob das neuer Wind ist. Wahrscheinlich haben wir das Team in der Konstellation sogar schon mal gesehen. Aber zumindest zuletzt jetzt nicht. Und das ist dann doch recht erfrischend. Okay, lassen wir den ersten Kampf beginnen in Stefans zweitem Run. Mal sehen, ob er sich besser schlagen wird als beim letzten Mal. Auf jeden Fall treffen erstmal zwei Feuer-Pokémon aufeinander, ne? Helios ist jetzt nicht unbedingt ein Feuer-Pokémon, aber es gilt natürlich als gute alte Feuerausnahme. Wird hier zurückgezogen, weil ein Abschlag würde wahrscheinlich sehr wehtun und Igni könnte dagegen etwas besser dastehen, auch wenn dann beispielsweise der Heißbrocken enden würde. Aber schauen wir erstmal, es kommt direkt instant ein Z-Move von Fuego. Okay, es muss aber gar nicht unbedingt schlecht sein gegen Kotl, nicht zwingend. Und es wird die gute alte Wrecking Ball-Attacke sein, würde ich schon sagen. Ich bin mir nicht sicher, warum. Der Hyper Dark Crusher ist es, der Wrestling-Move, das wollte ich sagen. Deswegen Wrecking Ball. Jetzt ergibt alles einen Sinn in meinem komischen, kruden Kopf. Ja, das greift Kotl an, macht ungefähr die Hälfte, ziemlich genau die Hälfte. Und da wird Fuego mit einem Erdbeben theoretisch nachsetzen können. Und das kommt direkt hinterher. Reicht es aus, um Kotl direkt rauszunehmen? Ja, reicht es. Wow, not bad, weil es ein Crit war. Ich glaube, sonst hätte es nicht gereicht. Nee, also Hyper Dark Crusher müsste so irgendwie 180er Stärke haben plus Stab. Und Erdbeben kommt auf 200 ohne Stab. Also, ja, sollte ein bisschen schwächer sein. Jetzt die Eruption von Tonuptu. Ich denke, das Ding könnte eine Offensivweste haben. Hat es aber, glaube ich, nicht. Sonst hätte das ein bisschen weniger gemacht. Aber wenn das schon die beste Antwort gegen Fuego ist, dann... Okay, da kommt das nächste Erdbeben direkt und damit ist auch Tonuptu down. Warum nicht Volcanion beispielsweise? Okay, die Sonne ist noch draußen. Ne? Da schneidet er sich so ein bisschen ins eigene Fleisch. Okay. Burning Bud geht auf den Tempo-Heap, das reicht never ever aus. Never ever, aber es macht soliden Schaden. Und ja, ich weiß nicht, wenn er ein Evoli trägt, kann er das Erdbeben tanken, sonst wird es ein bisschen schwieriger werden. Er tankt es, kann also mit dem nächsten Tempo-Heap hinterherhauen, das kann aber predicted werden. Wird aber nicht predicted und er geht auf den Feuerschlag. Hat hier, glaube ich, die Auswechslung erwartet, die aber nicht kommt. Ja, Fuego hat einen super krassen Job gemacht, hat fast drei Pokémon rausgenommen. Und wie René das jetzt noch drehen soll, ist mir nicht ganz klar. Meistergriff kann jetzt hier theoretisch einfach auf den Tempo-Hieb drücken.
dann wäre es das gewesen. Und deswegen hier die Einwechslung in Helios. Wenn jetzt allerdings irgendwie ein Ableitieb oder so kommt, würde das etwas mehr wehtun. So geht es aber auf jeden Fall. Und Helios hat hier den Beulenhelm. Interessant, dass Meistergriff mit Hyzop gespielt wird. Hätte man theoretisch vielleicht auch in diesem Match drauf verzichten können, weil das René irgendwas mit Flammenkörper hat, nicht so unwahrscheinlich ist. Hätte er ja mit Magma auch gehabt. Aber, ja. I don't know. Vielleicht ist es einfach die sicherere Variante, hier mit Hyzop zu spielen. Ansonsten hätte man Adrenalin plus Offensivweste oder sowas probieren können. Ja. Oder sogar mit Walbank noch zusätzlich. Holy shit, was wäre dann los gewesen? Holy shit, das hätte ja komplett destroyed dann. Naja, Meistergriff wird jetzt erstmal zurückgerufen, weil da der Zen-Kopfstoß kommen wird oder kommen könnte. Trikefalo würde den sehr gut abfangen und fängt es auch ab. Von daher, starker Wechsel hier von Stefan, hat er gut vorhergesehen und war jetzt auch nicht so ultra schwer. Aber ja, muss man erstmal machen, muss man erstmal reingehen in Trikefalo. Und jetzt kommt Volcanion, das hier den Surfer scheinbar erwartet hat, mehr oder weniger. Oder einfach speziell defensiv mit der Offensivweste recht strong sein könnte. Ich sehe hier überall die Offensivwesten, Leute. Alles kann potenziell eine haben. Ja, und dann kommt Chanira und Chanira wird ziemlich gut funktionieren gegen Volcanion. Da hat er einen perfekten Switch-In eigentlich. Und wie René da dran vorbeikommen will, ist noch so eine interessante Sache. Er hat noch Phonifraß, was mit der Feuerpeitsche Chanira auf lange Sicht definitiv klein kriegen sollte. Aber dazu muss natürlich der Rest des Teams erstmal noch deutlich mehr Schaden fressen. Und Volcanion geht jetzt erstmal raus. Toxin gegen Chanira bringt halt gar nichts, weil das Ding einfach innere Kraft hat. Wir kennen das ja mittlerweile zu Genüge. Und da kommt die Donnerwelle raus und paralysiert erst einmal Sonfel. Das gute alte Helios, das ohnehin nicht so schnell war, aber zumindest schneller als Chanira wahrscheinlich. Jetzt wird das nicht unbedingt mehr der Fall sein. Und Chanira könnte so langsam aber sicher rausgehen, um die Toxin zu halten, um da nicht noch mehr Schaden zu bekommen, nicht den Zen-Kopfstoß zu fressen und so weiter und so fort. Und von Helios kommt der Leitheiler, was ein sehr starker Move ist. Gegen Chanira wäre es wahrscheinlich wieder komplett fit gewesen, weil Chanira ja ultra viele KP hat. Und gegen Trikefalo, ja, why not, ne? Da gibt es ein bisschen Schaden, mehr als der Zen-Kopfstoß gemacht hätte. Der hätte gar nichts gemacht. Und selbst die KP wieder aufgefüllt. Ist also vollkommen in Ordnung. Jetzt kommt der Draco-Meteor und der misst gegen Volcanion. Okay. Und er misst ein zweites Mal. Holy shit. Ein bisschen ungünstig für Stefan, aber unsere Leiter hatten, oder unsere Top-4-Mitglieder hatten zuletzt ein bisschen Pech, durchaus. Und jetzt geht hier zweimal der Draco daneben. 90er-Move, ne, von der Genauigkeit her. Schon sehr, sehr bitter. Und der Dampfschwall kommt und verbrennt Trikefalo. Der dritte Draco-Meteor trifft dann aber endlich mal. René hat davor scheinbar keine große Angst, hat aber wahrscheinlich auch keine Switch-In-Möglichkeiten. Und das macht nicht mal die Hälfte. Könnte also wirklich eine Offensivweste sein. Dampfschwall Nummer 2 kommt, wird Trikefalo schon fast töten, aber da reicht der Burn noch nicht aus. Das heißt, Überreste sehen wir hier aber. Okay, keine Offensivweste, dann sehr, sehr tankiges Volcanion, was die spezielle Def angeht, weil die physische ist, glaube ich, echt super, super strong. Die spezielle ist okay, glaube ich. Ja, Trikefalo wird sowieso sterben in der nächsten Runde. Die Frage ist nur, gibt es einen Switch-In? Ja klar, Chanira gibt es als Switch-In. Mal sehen, ob René damit rechnet. Meteorologe kommt. Was ist denn das jetzt? Typ normal? Weil die Sonne ist ja nicht mehr draußen, oder? Keine Ahnung. Es macht jedenfalls nicht allzu viel. Aber mit Volcanion drin zu bleiben, muss nicht unbedingt schlecht gewesen sein, weil es dadurch nochmal ein bisschen Überreste recovern kann gegen Chanira. Beziehungsweise gegen das eingewechselte Chanira. Und jetzt kommt wieder Helios rein. Das ist schon paralysiert. Da kann Chanira eben auch nur auf den Geowurf dagegen gehen. Und genau dieser Geowurf kommt jetzt auch. Und Helios hat einige KP, kann jetzt theoretisch wieder auf einen Leitheiler drücken, aber Trikefalo lebt noch. Und deswegen glaube ich, ist Trikefalo jetzt der beste Switch-In. Aber es kommt Meistergriff. Vielleicht Trikefalo ein bisschen zu obvious für Stefans Gedanken. Helios geht auch direkt raus, und zwar in Burning Bart. Okay, wegen dem Tempo-Hieb wahrscheinlich, nehme ich mal an, ne? Ja, aber den Tempo-Hieb könnte René jetzt auch gegen Meistergriff raushauen, weil viel recovern kann es sich theoretisch nicht. Aber er geht wieder direkt raus, und zwar auf Helios, wo Meistergriff das Ding rausnehmen könnte. Aber er geht auch nur wieder auf den Tempo-Hieb. Stimmt, klar, Meistergriff hat auch einen Tempo-Hieb. Ergibt schon Sinn. Aber ob Meistergriff langsamer gewesen wäre oder schneller gewesen wäre als Magma, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, Tempo-Hieb again, damit ist Helios raus, aber Meistergriff stirbt ebenfalls durch die Verbrennung. Auch Trikefalo ist schon hart angeschlagen. Also, ja, wenn Phonifraß es schafft, Chanira ordentlich unter Druck zu setzen und vielleicht auch das restliche Team, dann, ja, dann kann das was werden. Ja, Trikefalo kommt, perfekt predicted von René. Da kann er jetzt einfach auf den Tempo-Hieb gehen und Trikefalo wäre down.
ist die Frage, ob Stefan da nochmal wechseln möchte. Ja, Stefan möchte nochmal wechseln und geht auf seinen Nidoking raus. Ja, Nidoking noch sehr, sehr gefährlich, gerade wenn es einen Wahlschall trägt. Aber es kommt auch der Feuerschlag, das heißt, es wurde predicted, dass die Auswechslung kommt. Macht gegen Nidoking jetzt aber nicht ultra viel, deswegen der Tempo-Hieb nochmal hinterher, der natürlich auch nicht so viel macht. Und damit ist es nicht ganz auf der Hälfte und wir sehen die Erdkräfte. Und wenn das ein Wahlschall Nidoking ist, was gegen René wirklich sehr, sehr gut funktionieren würde, dann wird es das wahrscheinlich gewesen sein. Jetzt kommt Volcanion, das könnte vielleicht sogar nochmal eine Erdkräfte tanken. Bin mir nicht sicher, Dracometeor hat es ausgehalten. Es kommen die Erdkräfte, Nidoking outspeedet. Outspeedet aber, glaube ich, auch mit Lebenorb. Und das war's mit Volcanion. Ja, und damit wird, denke ich mal, Schirschu das Ganze hier leider nicht mehr reißen können. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Ja, dazu existieren dann noch zu viele Pokémon. Tiefschlag hat er noch, ja. Aber das macht auch nicht mal die Hälfte oder gerade so die Hälfte von dem, was Nidoking eben noch hatte. Und da kommen die Erdkräfte und das reicht aus. Und damit gewinnt Stefan gegen René. Ein Kampf, in dem man durchaus gesehen hat, dass sowohl die Defensive in Form von Scharnira, als auch die Offensive in Form von Fuegro, Meistergriff, Nidoking, Trikefalo richtig gut funktioniert hat, richtig gut Druck machen konnte auch gegen René. Und ja, René hat das solide gespielt. Ich weiß nicht, ob man irgendwo noch etwas hätte besser machen können. Generell war halt von Anfang an klar, ne, seine speziellen Angreifer werden Probleme mit Scharnira bekommen. Da hat er einfach nicht wirklich viel gegen, außer Schirschu. Den Namen liebe ich übrigens. Ich finde den voll cool. Ich weiß nicht, woher der kommt, aber ich mag den. Ja, dadurch ein bisschen problematisch gewesen insgesamt. Stefan hatte da weniger Probleme, konnte gut Druck aufbauen, trotz zweimal Dracometeor-Miss. Ja, und damit würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Stefan, zum verdienten ersten Sieg und damit auch herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Abzeichen hier in im Arena Battle 2. Herzlichen Glückwunsch zum Feuerabzeichen und ja, das war's mit Kämpfchen Nummer 1. Stefan ist auf jeden Fall jetzt schon mal weitergekommen als im letzten Run von ihm. Und mal sehen, wie er sich gegen den nächsten Kandidaten schlagen wird aus der Top 4. Ich habe irgendwas im Auge, das werde ich mir gleich rauspulen und dann sehen wir uns zum nächsten Kampf wieder. Bis gleich. Nachdem ich das Augenlicht auf meinem rechten Auge verloren habe, geht's jetzt weiter mit dem nächsten Kampf zwischen Blocky und Stefan. Und wir sehen direkt ein sehr cooles Team von Blocky. Das mag ich sehr gerne. Das sieht irgendwie optisch schon sehr schön und ansprechend aus. Während das bei Stefan, ja, nicht ganz so ansprechend aussieht. Denn wir sehen sein siebtes Pokémon. Anstelle von Fuegro ist noch ein Tentantel mit dabei. Das heißt, denke ich mal, Tentantel und Fuegro seine Mix-Defensive, sowohl physisch als auch speziell defensiv einsetzbar. Fuegro auch so ein bisschen mixed, ne, aber eher physisch mit dem Bedroher. Ich weiß gar nicht, ob er den rausgehauen hatte gerade. I don't know. Und Scharnira natürlich auf der absolut krassen, speziellen Defensive. Von daher sehr solide Defensive. Und die Offensive funktioniert wahrscheinlich auch sehr gut. Ja, Tentantel wird einen guten Job machen gegen Blocky, aber er hat halt ein Quajutsu dabei mit der HP Feuer. Ich weiß nicht, ob man das mittlerweile schon gesehen hat, während Stefan und Blocky gekämpft haben. Wir sehen, der Kampf ist von Ende April, also auch schon ein bisschen her. Zumindest wurde er da registriert. Kann also sein, dass der durchaus noch früher stattgefunden hat. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Quajutsu und Tentantel sind die Leads, wenn Stefan hier nicht predicted, dass Quajutsu die HP Fire hat, dann wird es ein kleines Problemchen werden. Blocky hier mit Quajutsu, Primarine, Lantun, Aranestro, Garados und Lamus am Start. Let's go! Let's go, let's go. Mal sehen. Stefan hatte jetzt eben gegen René keine großen Probleme. Das kann sich aber natürlich gegen Blocky schon sofort ändern. Erst recht, wenn er im ersten Zug sein Tentantel verlieren sollte. Ich weiß es nicht, aber das ist ja schon des Öfteren passiert. Das hat Blocky schon des Öfteren hinbekommen. So, sein Quajizzle kommt rein. Eines der berühmtesten Pokémon der Top 4, würde ich fast meinen. Zumindest geht es mir so. Und er drückt auf die HP. Tentantel bleibt instant drin. Hat er die Anti-Feuerbeere vielleicht? Nein, hat er nicht. Dann wird es das mit Tentantel schon so gut wie gewesen sein. Ja, Tentantel fällt im ersten Zug. Das ist so ein Zug, den wir gefühlt schon 17 Milliarden Mal gesehen haben. Aber ja, es funktioniert immer wieder und dadurch jetzt schon mal das erste Pokémon rausgenommen. Das ist ein großer Vorteil für Blocky, der jetzt hier auf die physische Kehrtwende drücken kann. Was Scharnira auch ein bisschen Schaden machen wird, je nachdem wie es investiert ist. Oh, ist doch okay, ist doch okay. Ein Fünftel ungefähr. Ist schon mal eine Grundlage, auf der jetzt andere Pokémon aufbauen können, wie zum Beispiel Flash. Warum Flash?
Was hat Flash mit der Sache hier zu tun? Geowulf macht natürlich gar nichts, weil es ultra viele KP hat. Flash geht auf Siedewasser. Warum Flash gegen Shanira? Was ist sein Plan? Selbst wenn er es burnt, das bringt doch gar nichts. Ja, das hat er jetzt vielleicht auch eingesehen. Habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Jetzt kommt Ritardo. Was ich auch nicht verstehe, außer es hat einen Beulenhelm. Dann macht sich Shanira zumindest mit dem Geowurf Schaden, ja. Und hat den Psychoschock vielleicht noch, okay. Okay, Shanira geht auf weiter, ja, aber Psychoschock wird auch nicht so viel machen. Lamus macht doch keinen Druck. Also verstehe ich gerade nicht, warum Blocky hier nicht versucht, Druck gegen Shanira aufzubauen, sondern so mit so Lappen-Pokémon daherkommt, die einfach eher defensiv sind, meines Erachtens. Für mich nicht ganz klar. Also Gyarados oder vielleicht noch Aranestro, je nachdem wie er das halt so spielt, wären da, glaube ich, die besseren Alternativen gewesen. Auch wenn man natürlich Gefahr läuft, eine Toxin oder eine Donnerwelle oder so zu fressen. Ja, dennoch, ne? Naja, jetzt kommt Trikefalo jedenfalls rein. Wehrt den Psychoschock ab, hat Stefan wieder gut gemacht. Und Blocky muss jetzt sehr wahrscheinlich rausgehen. Trikefalo geht aber auch raus. Double switched hier. Und geht auf Nidoking. Mal sehen, ob die Prediction aufgeht. Sehr gewagt, in ein Wasser-Psycho-Pokémon rein zu switchen. Und Ariel kommt. Ich glaube nicht, dass also Nidoking kann mit einer Schlammwoge Druck machen, ja. Und Blocky geht auch direkt wieder raus. Und zwar in sein Aranestro. Mal sehen, ob... Ja, Nidoking geht hier auf die Schlammwoge. Hätte natürlich auch den Donnerblitz wählen können. Damit wäre Primarine aber definitiv nicht gestorben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, und Itzebug kann das ganz gut abwehren. Donnerblitz wird ein bisschen mehr Schaden machen, aber ja. Ich glaube, Itzebug könnte so eines der besten Pokémon sein, die Blocky im Team hat, gegen das Team von Stefan. Donnerblitz kommt, macht guten Schaden, reicht aber nicht aus und Blocky geht aufs Klebenetz. Ich weiß nicht. Irgendwie baut er halt gar keinen Druck gerade auf. So niente. Wirklich niente. Und jetzt verliert er sein wichtigstes Pokémon. Oder also meiner Meinung nach eines seiner wichtigsten Pokémon. Weil das trifft Trikefalo gut, das tankt gegen Trikefalo gut. Das trifft Nidoking gut, das tankt gegen Nidoking gut. Das kann was gegen Shanira eventuell machen, wenn es einen Aqua-Durchstoß hat. Oder einen Blutsauger, oder. Aber es ist down. Okay, jetzt kommt Quajutsu. Kann Nidoking natürlich hier erstmal rausscannen. Damit ist auch klar, wir haben auch schon die Wechsel der Attacken gesehen. Das heißt, es wird Lebenorb haben und nicht Walschall. Und, ja, dass Shanira jetzt hier reinkommt, ist relativ obvious. Dennoch geht Quajutsu hier erstmal auf den Eistrahl. Wollte dieses Mal sicher bleiben. Und, ich denke mal, er hat gegen Nidoking mit Aranestro auch die Auswechslung erwartet. Dennoch, mit Aranestro hätte er Druck machen können, was er jetzt erstmal nicht aufgebaut hat. So, da kommt die Kehrtwende. Shanira bleibt natürlich drin, hat jetzt vor Quajutsu nicht unglaublich viel zu befürchten. Kann jetzt auch in aller Ruhe erstmal auf den Weichei gehen. Quajutsu bekommt ja Leben-Orb-Damage. Und damit macht Shanira hier zumindest allein durchs Tanken, schon einen guten Job. Geht aber auf den Geowurf. Und ob das so klug ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil Ritardo jetzt natürlich wieder Beulenhelm-Damage reindrückt. Und jetzt mit einem Psychoschock Druck machen könnte, wenn Shanira jetzt rausgeht. Also es wird nicht reichen. Es wird niemals reichen. Es macht 25% vielleicht. Ja, nicht mal. Shanira ist halt einfach... Man hat immer so das Bild von Shanira vor Augen. Das ist speziell defensiv ein Monster. Physisch defensiv tankt es aber nichts. Und das ist absolut falsch. Wenn man Shanira mit physisch defensivem Investment spielt, und genau so sollte man es auch spielen, dann bekommt es durch den Evolied eine durchaus akzeptable Verteidigung. Und mit den vielen KP wird es auch da zu einer richtig guten Verteidigung. Sodass man beispielsweise auch mit einem Ableitip von einem Meistergriff oder so Shanira nicht zwingend töten kann. Auch wenn das unglaublich viel Damage macht. Ja, Shanira ist auf jeden Fall jetzt toxiniert, bekommt Ballenhelm-Damage und ob es jetzt weiter hier auf Weichei gehen möchte, wage ich zu bezweifeln. Geht raus, die Toxinierung damit wieder aufgehoben, aber es ist nur bei 50%. Das heißt, mit physisch-defensiven Pokémon, physisch-offensiven Pokémon, wie Gyarados zum Beispiel, könnte Blocky irgendwann anfangen, Druck aufzubauen. Natürlich muss da erstmal der Weg geebnet sein. Ich meine, Tentantel ist raus, das war schon mal das wichtigste Pokémon, was rausgehen musste. Oh, jetzt bleibt er mit Ritardo drin und geht auf Siedewasser. Wieso auf Siedewasser? Vielleicht hat er hier wieder einen Double Switch erwartet auf Nidoking. Er bekommt den Burn auf Trikefalo. Das ist nicht so schlecht. Und Lamus hat überlebt. Okay, jetzt muss Ritardo aber ganz schnell hier raus. Und jetzt kann Trikefalo auch rausgehen. Geht in Shanira. Ja, woran wird Dings jetzt gehen? In Primarine? Mal schauen. Vielleicht bleibt er auch drin und lässt Lamus jetzt sterben. Nein. Wäre auch nicht so klug gewesen. Lamus ist noch wichtig. Er geht in Ariel und Ariel wird halt gar nichts gegen Shanira machen können. Absolut
Niente. Und deswegen muss er da wieder rausgehen. Geht vielleicht wieder in Lamus rein? Ja. Da hat er jetzt eine ganz gute Möglichkeit, sich mit Lamus wieder hochzuheilen. Chanira natürlich hat auch seinerseits wieder die Möglichkeit, sich hochzuheilen. Von daher ist hier ein ähnliches Duell wie im Finale. Rudel gegen Unfähiges. Nur, dass Chanira und Lamus dieses Mal nicht auf derselben Seite kämpfen, sondern auf unterschiedlichen Seiten. Und keiner kann so richtig dem anderen richtig viel anhaben. Chanira könnte jetzt aber mal auf die Donnerwelle drücken. Drückt auf Aromakur. Okay, war da irgendwas noch hart angedamaged? Außer, also toxiniert, paralysiert oder so. Nur Trigefalo, ne? Ja gut, da war der Burn jetzt nicht großartig mördernd, aber da will er scheinbar nicht dauerhaft Schaden raufbekommen, auch wenn es nur ein bisschen ist. Ja, und jetzt kommt Nidoking. Jetzt kommt Nidoking direkt rein. Okay. Ja, war ein guter Switch. War ein guter Switch. Denn jetzt kann er ohne Probleme auf den Donnerblitz drücken. Da hat Blocky zwar noch Flash, aber das könnte Nidoking natürlich auch predicten und auf die Erdkräfte gehen. Macht er aber nicht. Dadurch, durch den Volt Absorber, kann Flash das einfach absorbieren. Ist wieder relativ gut bei KP. Aber jetzt können natürlich die Erdkräfte wieder rumkommen. Und Blocky bleibt drin und dadurch bringt ihm der Switch wahrscheinlich gar nichts. Nope. Flash geht einfach down. Von daher, das hätte er jetzt irgendwie souveräner machen müssen. Die Frage ist natürlich, wie Gyarados. Gyarados wäre jetzt der Play gewesen. Gyarados kommt jetzt rein. Ich weiß nicht, ob Gyarados, ob Flösschen hier schneller ist. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das normale Gyarados ist, kommt auf 145. Da ist Nidoking schneller mit 150. Wir haben die ja beide im NPBL-Team. Mega Gyarados bekommt, glaube ich, nochmal. Bekommt es einen Init-Boost? Scheinbar ja. Und er geht auf den Drachentanz. Der Donnerblitz wird richtig wehtun jetzt von Nidoking. Absolut richtig derbe wehtun. Und er hat noch einen Meistergriff, was ein Tempo-Hieb hat. Und der wird jetzt reichen. Von daher war das noch nicht der richtige Zeitpunkt für Flösschen, um auf den Drachentanz zu gehen. Ich meine, er kann jetzt Nidoking rausnehmen. Ja, das ist schon mal nicht so schlecht. Aber Gyarados wäre ultimativ wichtig. Vor allem nach Aranestros Tod. Er ist ultimativ wichtig noch gegen Chanira geworden. Ich meine, er muss jetzt rausgehen, das ist klar. Dann hat er es noch in der Hinterhand, theoretisch. Aber er hat nur noch 48 KP. Das heißt, Chanira kann easy mit einem Geowurf töten. Und ob er nochmal irgendwo die Möglichkeit bekommt, sich aufzusetzen, fraglich. Super starker Double Switch von Stefan, der hier abermals predicted, dass Blocky rausgehen wird. Sehr, sehr gut gemacht und setzt damit Ritardo wieder instant unter Druck. Primarine ist jetzt natürlich der Switch. Das ist super obvious. Mal sehen, ob er damit rechnen wird und nicht auf die Finsteraura geht. Nope, er geht auf die Finsteraura, hat aber vielleicht dennoch natürlich damit gerechnet, aber Ariel bekommt dadurch nicht so viel Schaden. Von daher, der Double Switch hat ihm jetzt letztendlich nicht so krass viel gebracht. Und ja, Stefan hat aber immer noch Chanira und da muss Blocky dran vorbeikommen und das wird für ihn nicht leicht. Da hätte er jetzt versuchen können zu Double Switchen auf Gyarados, was natürlich ultra gefährlich wäre und Gyarados wird gegen Chanira nicht durchkommen. Nicht im Leben, es macht mit einer Kaskade vielleicht, nicht, ich sag nicht mal die Hälfte macht es mit einer Kaskade. Ne? Und das, obwohl Chanira ja angeblich so physisch defensiv fragil ist. Da kommt die Donnerwelle, damit trifft er im gegnerischen Team eigentlich alles mittlerweile. Dings hätte es noch absorbieren können. Flash, hieß es Flash? Ich glaube schon, ne? Das Landton. Aber das ist mittlerweile down. Das ist mittlerweile down. Und jetzt kann Chanira hier wieder auf den Geowurf drücken. Es wird gegen Ritardo nicht viel machen können insgesamt. Ritardo wird gegen Chanira nicht viel machen können. Das wissen wir ja mittlerweile. So, Chanira bekommt Toxin. Und solange Chanira hier potenziell auf den Geowurf drücken kann, ist Gyarados keine Switch-In-Möglichkeit oder nur eine sehr riskante Switch-In-Möglichkeit. Indem Chanira jetzt beispielsweise nochmal auf den Geowurf drückt. Dann ist klar, dass es in der nächsten Runde wahrscheinlich auf Weichei geht. Dann könnte man Gyarados reinbringen, aber ja. Ritardos paralysiert, kann nicht angreifen. Wäre wahrscheinlich eh nur der Psychoschock gekommen. Von daher kann Trigefalo hier wieder Druck aufbauen. Da kommt wieder der Wechsel in Primarine. Das ist seine einzige Möglichkeit, gerade noch gegen Trigefalo irgendwie was machen zu können. Finsteraura wird wieder abgefangen. Primarine ist halt einfach ein sehr, sehr guter Counter gegen Trigefalo. Wir sehen hier übrigens generell sehr, sehr viele Pokémon, ne, von der NPBL. Primarine, Trigefalo, Lamus hatte ich ja in der ersten Season. Fuegro hat er mit dabei, also jetzt heute nicht. Nidoking mit dabei. Blocky hat irgendwas noch. Gyarados, genau. Also viele NPBL-Pokémon, die wir hier vereint sehen. So, Chanira ist relativ angeschlagen. Hier hat Blocky sich nicht getraut, den Double Switch zu machen. Das müsste er eigentlich irgendwann mal versuchen, weil so wird er an Chanira nicht vorbeikommen. Überhaupt nicht. No chance. Chanira kann sich immer wieder hochweichen, weil er Chanira einfach nicht unter Druck setzen kann.
Und gerade wenn es so fast auf der Hälfte ist und der Scharnierer Switch-In obvious ist, muss er das Risiko eingehen und auf Gyarados gehen. Aktuell spielt er safe. Damit macht er halt keine Fehler, so richtig, aber er gewinnt damit auch nichts. Jetzt geht er nochmal auf Toxin. Das heißt, Trigefalo ist zumindest erstmal toxiniert. Der Wechsel in Primarien ist jetzt wieder des Todes obvious. Das heißt, auch da könnte er theoretisch mal versuchen, was anderes zu machen, ist aber äußerst riskant. Äußerst riskant. Und er bleibt drin. Er kann jetzt aber gut geparaflincht werden und die Finsteraura reicht wieder ganz, ganz knapp nicht und er wird geparaflincht. Zumindest geparat. Und ja, das ist natürlich ungeil. Aber Trigefalo bekommt etwas mehr Damage. Muss jetzt hier theoretisch wieder angreifen, um Lamus rauszunehmen. Dass Lamus jetzt aber rausswitcht, ist super obvious wiederum. Wir haben auch noch nicht gesehen, was Trigefalo für ein Item trägt, glaube ich, ne? Ja, Finsteraura kommt, Damage Ariel weiterhin ein bisschen an. Und auf Dauer so, ne, wenn dieser Zyklus immer weitergeht und Locky jetzt nichts unternimmt und jetzt nicht auf Gyarados rausgeht, dann wird auch Ariel irgendwann einknicken. Durch eine Finsteraura. Irgendwann ja. So, Scharnierer ist drin, Trigefalo ist rausgegangen und Blocky bleibt wieder drin, geht wieder auf die Mondgewalt. Er gewinnt dadurch nichts. Gar nichts. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich meine, ein Wechsel auf Gyarados, wie gesagt, es wäre super, super schwierig. Und vielleicht wäre jetzt auch noch nicht der beste Zeitpunkt dafür gewesen. Das, da gehe ich mit, weil Scharnierer halt noch nicht hart genug angedamaged ist. Aber ja, jetzt kommt der Geowurf gegen Quajutsu. Und der nächste Geowurf würde jetzt auch Quajutsu besiegen. Quajutsu. Und das wechselt hart raus. Warum nicht mit der Kehrtwende? Warum nicht mit der Kehrtwende? Dann hätte er Scharnierer auf über der Hälfte gehabt. Okay, er lässt jetzt Lamus sterben. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit jetzt, ja. Weil Scharnierer ist jetzt grob auf der Hälfte. Aber zusammen mit der Kehrtwende von vorher wäre das viel effektiver gewesen. Jetzt muss Gyarados natürlich kommen. Das ist klar, aber Gyarados wird nicht über die Hälfte machen. Kann Scharnierer aber zumindest in eine Range bringen, wo Primarien oder so dann theoretisch töten könnten. Von daher mal schauen. Kaskade kommt. Und es macht, ja, ungefähr ein Drittel. Aber Scharnierer greift an, was ein Fehler ist. Hätte sich theoretisch hochheilen können. Selbst wenn Gyarados sich aufgesetzt hätte, wäre eine Kaskade, hätte die insgesamt weniger gemacht als jetzt ohne Weichei. Und jetzt kann Quajutsu natürlich reinkommen mit der Kehrtwende finishen. Und da hat Stefan auch nicht die besten Möglichkeiten. Also er hätte Scharnierer sogar noch Hardcore überleben lassen können, weil Gyarados hat halt nichts sehr Effektives und mit keiner sehr effektiven Attacke wird es gegen Scharnierer schwierig. Blocky hat es jetzt geschafft, hat aber bis hierhin schon mal ordentlich Verluste einstecken müssen. Sein Lamus ist draufgegangen, war aber meines Erachtens eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung, das hier down gehen zu lassen gegen Scharnierer. Und jetzt kommt Schlappohr. Und Schlappohr kann halt einen Mogelhieb raushauen. Und Schlappohr kann eben auch dann nochmal eine Rückkehr hinterher donnern und wird damit Ariel sehr, sehr wahrscheinlich rausnehmen können. Und dann gibt es nur noch Quajutsu und das wird das nicht im Alleingang reißen können, weil Schlappohr einfach rausgehen kann, dann den Mogelhieb noch hat und andererseits wird Lebenorb so oder so auf Dauer, glaube ich mal, Quajutsu finishen. Da kommt der Mogelhieb, wir sehen schon, das macht ultimativ guten Schaden. Eine Rückkehr wird tausendmal reichen. Und das war's mit Primarien. Und ja, Quajutsu ist sogar langsamer als Mega Schlappohr, ne? Fällt mir gerade auf. Von daher wird Quajutsu auch an Schlappohr schon nicht mehr vorbeikommen. Hat sich Stefan super aufbewahrt, hat mit seiner Defensive gut gespielt. Also Tentantel, ne, war weggeworfen. Oh, Quajutsu outspeedet, was? Aber Eisstrahl scheint hier das Beste zu sein, was er hat. Und das wird, glaube ich, noch nicht reichen, oder? Nee, nicht ganz, nicht ganz. Ganz so fragil ist Schlappohr dann da auch nicht. Überlebt, geht auf die Rückkehr und das war's mit Quajutsu. Ja, da hatte, musste Stefan eigentlich nichts mehr anbrennen lassen. Ich glaube, er Meistergriff hat er ja auch noch in der Hinterhand mit einer potenziellen Prio-Attacke. Von daher, Tentantel ein bisschen weggeworfen, danach aber gut gemacht mit der Defensive. Mit seinem Scharnierer jetzt auch nicht übermäßig viel gestallt, sondern nur das, was er stallen musste. Er hätte eben gegen Gyarados auch noch sich weiter hochhallen können und so weiter und so fort. Wäre dann eben noch gut bei Power gewesen, sodass Quajutsu ihn nicht hätte rausnehmen können. Dann hätte er das Ganze auch mit Scharnierer cleanen können. Hat er aber nicht gemacht. Vielleicht, weil er dachte, er würde die Kaskade nicht gut wegstecken. Vielleicht, weil er Angst vor dem Drachentanz hatte. Vielleicht aber auch, weil er nicht noch mehr unnötig stallen wollte und das Match hier zumindest auf einer halbwegs angenehmen Länge behalten wollte. Das kann sehr gut sein. Stefan gewinnt hier auf jeden Fall durchaus verdient. Blocky hat meines Erachtens einfach, ist einfach super wenig Risiko eingegangen
Und dadurch konnte er diesen Match-Up-Nachteil auch nicht ausgleichen. Stefan gewinnt hier. Herzlichen Glückwunsch damit zum zweiten Abzeichen und damit auch zum Wasserabzeichen. So, jetzt habe ich viel kritisiert an Blocky und an René nicht so, aber an Blocky ein bisschen. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, ob wir es dann beim nächsten Mal besser machen werden, denn da werden wir gegen Stefan kämpfen im morgigen Part. Natürlich wieder einmal live kommentiert und einmal nachkommentiert. Nachkommentieren wird dieses Mal, glaube ich, Blocky. Hat hier also durchaus die Möglichkeit, sich ein bisschen zu rächen. Aber es wird gegen Stefan zwar nicht leicht werden. Dennoch werden wir es schon irgendwie hinkriegen. Auch wenn Tentantel und Nidoking beispielsweise und auch Scharnierer schwierige Kandidaten werden. Gerade Scharnierer natürlich gegen Elektro, was viele spezielle Angriffe hat. Wird ein sehr, sehr hartes Duell werden, aber dadurch hoffentlich auch möglichst spannend. Wir sehen uns. Drückt die Däumchen, für wen auch immer. Und ja, mal sehen, wie Stefans Run weitergehen wird. Bis hierhin war das erstmal eine sehr, sehr solide Leistung. Bis dahin.